Landwirt Praxisvideo. Grüß Gott bei der Familie Leitner. Ich bin der Leitner Christoph. Ich komme aus dem Almenland und wir sind heute hier in unserer Käserei, die wir in der dritten Generation betreiben. Die will ich euch heute vorstellen. Um guten Käse herzustellen, brauchen wir eine gute Basis und das ist bei uns die Fütterung von qualitativ hochwertigen Heu. Und zwar hat das drei Gründe in unserem Fall. Und zwar erstens haben wir einen geschmacklichen Vorteil. Die Heumilch ist einfach geruchlich nicht belastet wie eine Silage. Das ist der erste Vorteil, den jeder Kunde sofort schmecken kann und riechen kann. Der zweite Vorteil ist, dass die Heumilch keine Sporen, Clostridien in sich hat, die später in der Käsereifung Blähungen verursachen. Und der dritte Punkt der Heumilch ist, wenn wir Käse für die Feinkost produzieren wollen, also qualitativ sehr hochwertigen Käse, geht das nur über die Heumilchschiene, weil Silagemilch einfach die Industriequalität abdeckt. Also Sauberkeit und Hygiene ist bei uns der wichtigste Punkt und das beginnt schon im Kuhstall, bei der Heufütterung am Futtertisch, später im Melkstand, bei der Melkarbeit, dass Handschuhe verwendet werden, dass gereinigt wird, desinfiziert wird, denn wenn dort Fehler passieren, kann ich in der späteren Käseproduktion nichts mehr gut machen. Hält man sich an die Hygienevorschriften nicht, passiert einem bei den Frischprodukten, dass sie verschimmeln, dass sie für den Verzehr nicht geeignet sind. Beim Hartkäse speziell merkt man erst nach einem halben Jahr, dass er aufbläht und dass man ihn einfach nicht mehr verkaufen kann und somit wirtschaftliche Schäden verursacht. Der erste Schritt in der Käserei ist, dass wir unsere Milch auf 72 Grad pasteurisieren, dann in die Wanne füllen. Dann kommt als nächster Schritt ein Säurewecker hinzu. Das kann im normalen Fall ein Sauerrahm sein. Da gibt es auch verschiedenste Säuerungskulturen, die man in diversen Geschäften kaufen kann. Diese Kultur lässt man dann eine Stunde einwirken, damit sich der pH-Wert der Milch senkt. Und wenn die Kultur richtig gereift hat, dann kommt der nächste Schritt, dass wir das Lab hinzufügen. Das sind ungefähr 3 Gramm pro 100 Liter, wird eingerührt und dann muss die Milch stehen bleiben. Ungefähr 30 bis 40 Minuten, dann ist sie fest, da kann man eine Probe machen. Wenn man den Löffel hineinsticht und wieder rauszieht, muss der Löffel sauber sein und dann passt's. Als nächstes nimmt man dann die Harfe, man schneidet einen Längsschnitt, man schneidet einen Querschnitt und erhält somit kleine Würfelchen. Das ist der Käsebruch, sagt man dazu. Umso weicher der Käse, umso größer sollten diese Stücke sein, umso fester der Käse wird, also ein Hartkäse, umso feiner sollte diese Stückchen sein. Das heißt, Hartkäse maiskorngroß, reiskorngroß, Weichkäse Walnussgröße. Nach dem Schneiden mit der Harfe beginnt man leicht zu rühren, ganz vorsichtig und hört eigentlich bis zum Abfüllen des Käses nicht mehr damit auf. Wenn die Konsistenz nach dem Rühren des Frischkäses passt, die Käsestückchen eine gewisse Festigkeit haben, da gibt es wieder eine Probe, nimmt ein Käsestück und lässt es ungefähr von 30-40 cm in der Höhe auf die Hand fallen und wenn das Käsestück nicht platzt, dann passt das. Es sollte ein leicht körniges Gefühl haben. Dann füllt man den Käsebruch in Formen, die gelocht sind, damit die Molke, die ja ausgetreten ist, beim Schneiden abrinnen kann. Und dann kann man je nach Geschmack beim Frischkäse eine Rohversion machen. Man kann Schnittlauch unterheben, man kann Nüsse unterheben, man kann Pfeffer, Paprika. Also das sind die Geschmäcker verschieden. Man kann sich da spielen und austoben. Wenn man fertig abgefüllt hat, wird der Käse im Halbstundentakt ungefähr zweimal gedreht. Dann bleibt er noch 3 bis 4 Stunden im warmen Raum stehen, damit er nachreift. Und dann ist er eigentlich fertig für Salzbad. Das ist ein Molke-Wasser-Gemisch mit Salz gesättigt. Da bleibt der Käse je nach Salzgehalt, nach gewünschtem Salzgehalt, 1, 2, 3 Stunden drinnen liegen oder schwimmt drinnen. Dann lässt man ihn abtropfen und dann kann der Frischkäse am nächsten Tag schon serviert werden.